Wir erwarten, dass die Menschen, die zu unserer Veranstaltung kommen, alle Informationen bekommen, die sie suchen. Und wir hoffen uns aber auch, mehr Akzeptanz zu schaffen, weil wir laden ja auch Fachpersonal ein, also Pädagoginnen, Erziehende, Therapeuten und Ärzte, die sich dann bei uns aus erster Hand Informationen holen und dann vielleicht auch anders mit ihren Klientinnen oder Patientinnen umgehen. Wir versuchen nach Möglichkeit, alle relevanten Themen anzuschneiden. Dieses Jahr haben wir den Schwerpunkt beim Thema Trans in Arbeit, weil die Arbeitslosigkeit unter transidenten Menschen nach wie vor hoch ist, also irgendwo bei ca. 20%. Und wir wollen daran arbeiten. Und der dritte Personenstand, der ja bald kommen soll, ist ein guter Aufhänger, um Menschen, die mit Arbeit zu tun haben, mit Arbeitsvermittlung, Arbeitgebende, Arbeitssuchende, da etwas besser aufzustellen. Es sind viele Leute da, die sehen uns als Organisation das erste Mal. Das trägt auch zu ihrem eigenen Empowerment ein. Wir erreichen Fachpersonal, die mit uns zusammenarbeiten, zu weiteren Schulungen kommen und animiert werden, eigene Veranstaltungen und Schulungen aufzubauen. Die gegenwärtige Situation hat zwei Seiten. Zum einen wird von gewissen Kräften Druck aufgebaut, die Akzeptanz wieder zurückzufahren. Auf der anderen Seite mobilisiert das aber auch Menschen, mitzumachen, sich zu informieren. Und ich glaube, dass der positive Effekt weit den negativen überwiegt. Es ist im Moment die größte Veranstaltung in Deutschland. Wir liegen so bei 200. Letztes Jahr, dieses Jahr auch. Und wir freuen uns über jeden, der uns Konkurrenz macht, weil das kann der Sache nur gut tun.